Abwechslung macht das Leben süß. Hallo, mein Name ist Thomas Skipwith. Ich bin der Autor des Buches Der Wurm muss den Fisch schmecken mit Power präsentieren und rhetorisch punkten. Abwechslung macht das Leben süß, auch bei PowerPoint. 1984, als PowerPoint frisch auf den Markt kam, war es eine totale Sensation. Alle waren begeistert, mal was anderes zu sehen, als mit Hellraumprojektor zu präsentieren. Ja, Hellraumprojektor war dieses Ding, wo man dann auf der Folie schrieb, dann konnte man so ein bisschen rollen und dann ging das entlang, also von Hand geschrieben, wurde dann ein Bild über einen Spiegel reflektiert an die Wand geworfen. Ja, und neu war das aber mit Computer und Beamer möglich. Boah! Und derjenige, der noch herausgefunden hat, wie diese Bohnenmännchen dann in der Gegend rumflogen, war der totale Chef. Inhalt war völlig egal. Nun gut, 30, 35 Jahre später braucht praktisch jeder im Geschäft PowerPoint. Entsprechend musst du es besonders gut einsetzen, weil sonst kommt Langeweile auf. Und jetzt hier die Tipps. Was könntest du denn sonst machen, außer PowerPoint zu zeigen? Nun, du könntest beispielsweise nichts anzeigen. So wie ich jetzt in diesem Video. Ja, ich habe keine Hilfsmittel. Ich brauche kein PowerPoint. Ich brauche nichts. Nur du und ich. Und das ist oft sehr wirkungsvoll. Darüber hinaus kannst du selbstverständlich mal zur Abwechslung auch einen Flipchart beschreiben oder bemalen. Du kannst eine Requisite einsetzen. Du kannst eine Tafel einsetzen. Sei es eine weiße Tafel, eine schwarze Tafel. Du kannst ein Pinboard einsetzen. Oder du kannst deine Requisite so einsetzen, wie es Bill Gates gemacht hat in einem seiner Vorträge im Rahmen der Bill Gates Foundation. Er hatte einen großen Vortrag, übrigens den kannst du nachsehen bei TED.com, TED.com. In diesem Vortrag spricht er über die Länder, die Malaria haben. Im Publikum sitzen mehrere hundert Leute, er ist auf der Bühne und hat einen Plastikbehälter durchsichtig dabei. In diesem Plastikbehälter hat es angeblich Mücken drin. Und diese Mücken, die in diesem Plastikbehälter sind, haben, gemäß Bill Gates Aussage, Malaria. Er öffnet den Behälter und lässt sie fliegen. Dabei sagt er, oh, nicht nur arme Leute in Drittweltländern sollen mal die Erfahrung haben, wie es ist, von einer malariaverseuchten Mücke gestochen zu werden. Ist das eine coole Demo oder was? Ja, großes Raunen natürlich im Publikum. Ja, das ist eine super Demo, die bleibt hängen. Oft mit PowerPoint bleibt wenig bis nichts hängen. Daher sage ich, Abwechslung macht das Leben und auch PowerPoint-Präsentation, respektive Präsentation im Allgemeinen, süß. Dabei wünsche ich dir viel Erfolg. Dein Thomas Skipwith.